Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir haben wieder eine weitere Mod für Star Wars Battlefront 2. Diesmal haben wir wieder zwei neue Einheiten und sogar als erstes Mal eine komplett neue Waffe. Wir spielen erstmal mit der ersten Ordnung, denn hier ist auch der erste Truppler, den wir neu haben. Und zwar diese Riot Guard, richtig cool, mit diesem coolen Schockstab, den man aus Episode 7 kennt, ne? Der kann ja so hochspringen. Was ist denn da los? Okay, die haben anscheinend die Physik von Kylo oder von wem ist das? Ich bin mal gespannt. Der hat auch noch drei neue Fähigkeiten. Wir werden uns auf jeden Fall alles ganz genau angucken. Das hier sieht wieder irgendwas... Keeping the Peace. Ja, okay, das ist hier wieder erhöhtes Movement Speed. Habe ich mir schon gedacht, dass das was ist, dass man schneller laufen kann. Das gefällt mir doch. Und wo ist hier der Erste? Ich will jetzt hier mal ein paar Leute verkloppen. Da haben wir einen. Okay, 300 Leben haben wir. Oder? Na gut, so viel Schaden macht er leider nicht, ne? Ah, das wirkt mir doch schon sehr wie irgendwie von einem Lichtschwerthelden. Das Movement. Das mit dem Springen ist ein bisschen sehr merkwürdig. Das sollten sie unbedingt ändern. Dass der halt nur normal so springen kann oder so. Weil das hier, ne, Leute, als so eine normale Reinforcer-Einheit, als so ein normaler Stormtrooper, nicht so ganz gut zu erklären. Aber der macht auch sau wenig Schaden, ey. Vielleicht dann nochmal mit den anderen Fähigkeiten. Wow, wir haben ja auch noch so einen Druiden hier irgendwie. Wir haben auch noch eine Heilungsfähigkeit, okay. Aber viel Schaden drückt er leider nicht mit seinem guten alten Stab hier, den er hat. Wo ist denn mein Druide hin? Ach, der scannt. Guck mal, der kann sogar durch die Gegend fahren. Das ist ja cool. Der sieht aus wie so ein Staubsaugerroboter, ey. Der hat hier aber viel zu saugen. Ey, das ist ja richtig cool. Die erste Fähigkeit ist auf jeden Fall, dass wir mehr Leben bekommen. Dann haben wir die zweite Fähigkeit. Das ist hier wieder, ne, erhöhtes Movement Speed, erhöhte Geschwindigkeit im Allgemeinen, dass wir schneller angreifen und so. Das kennen wir auch schon. So, in der Form haben wir eigentlich auch ein alternatives Feuer. Wir können blocken. Na gut, das können wir auf jeden Fall nicht blocken. Da sieht man, wie wenig Schaden der drückt leider, ne? Da sieht man das ein bisschen. Der macht jetzt nicht so den Ultra-Damage leider. Bisschen schade. Aber immerhin hat er relativ viel Leben, der gute Mann. Aber können wir wirklich die Schüsse blocken? Wir haben... Nee, wir können die Schüsse nicht blocken. Er hält zwar die Hand so hoch, aber macht er leider nicht. Guck mal, das sollte auch Damage Reduction bringen, steht in der Beschreibung. Okay, der hat viele so passive Sachen, die man einfach so aktivieren kann, wo man dann ein bisschen mehr aushält und so. Also wahrscheinlich damit kann man eigentlich ordentlich was reißen, wenn man die beiden Fähigkeiten reinhaut. Ansonsten ist der relativ schwach, finde ich, ehrlich gesagt. Weil er nicht so viel Schaden drückt dafür, dass der Nahkampf rennen muss. Ich hätte ja so gerne mal mir gewünscht, dass es wirklich so richtig komplett only Nahkampf Einheiten gibt. Ne? Irgendwie sowas wie die Magna Guards hätte ich da am ehesten gehabt. Natürlich, man hat jetzt sowas bekommen wie vielleicht die Sith Trooper, die irgendwo so ganz cool im Nahkampf sind. Oder die ISB-Agenten. Oder halt natürlich ganz vorneweg die Kommando-Druiden, die mit ihrem Schwert kämpfen können. Aber so eine richtig only Nahkampfeinheit, ich hätte es gefeiert eigentlich. Ich hätte es cool gefunden, wenn man sowas eingebaut hätte. So einer wäre dann auch ganz cool gewesen. Ne? Wie gesagt, Magnak-Wachen irgendwie. Dann der hier, vielleicht hätte man bei den restlichen, irgendwie bei den Imperialen oder sowas auch noch was gefunden, was man hätte einbauen können. Wäre auf jeden Fall gar nicht mal so doof. Na, aber guck mal, wenn man da so in mehrere Leute reinrennt, da ist man so schnell weg mit dem. Da lohnt sich der einfach nicht. Los, Druide, mach was. Ich glaube, der scannt aber nur. Ich glaube, der scannt leider nur und macht gar nichts, oder? Der fährt nur durch die Gegend. Scanning and firing at resistance. Okay, doch, er schießt auch. Guck, da hat er geschossen gerade. Hinter mir ist irgendwo einer. Box ihn um. Jawohl. Yes. Da komm, wir springen noch ein letztes Mal rein mit dem guten Mann. Ich glaube, er ist übrigens Obi-Wan. Achte mal auf die Todesanimation. Guck mal. Guck mal, ja, der hält sich so das Bein. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Obi-Wan ersetzen würde. Weil Obi-Wan kippt ja auch so um und hält sich das Bein. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon bei den Rebellen. Und hier haben wir die nächste Spezialeinheit. Und zwar Inir, den Rebel Partisan. Kommt aus Rogue One übrigens. Da gibt es so einen Partisan, der dann quasi bei Saw Gerrera rumhängt. Oder so ein paar Einheiten, die so aussehen wie er hier. Mit den Helmen und so. Ist hier auch ein Vollstrecker. Hat das Cycler Rifle. Okay, da bin ich richtig gespannt. Aber was wir auch noch haben, ist die allererste komplett neu hinzugefügte Waffe. Man sieht schon, ne, die gibt's normalerweise, gibt's normalerweise, gibt's normalerweise, gibt's normalerweise, gibt's normalerweise. Und jetzt haben wir noch eine weitere. Und zwar die E-22. Wahrscheinlich irgendwie so der Nachfolger, ne, steht auch im Infotext so von der E-11. Gab's auch schon bei Rogue One zu sehen, bei Scarif dann mit den ganz normalen Scarif-Truppen. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich hab's bis jetzt noch gar nicht gespielt. Aber wirklich die allererste komplett neu hinzugefügte Waffe, die man jetzt im Spiel hat. Ich hoffe, da kommen auch noch mehrere, die man irgendwie hinzufügt. Okay, die schießt auf Einzel... Das ist so eine Burst... Ach, das ist ja interessant. Leute, man drückt einmal, dann schießt sie so einen Doppelburst. Man sieht's ja.
Und man kann nicht automatisch feuern. Das heißt, man muss immer einzeln triggern. Das ist also eine Burst-Waffe, die aber einen Zweier-Burst hat. Im Gegensatz zur A280, die ja so einen Dreier-Burst hat. Oder ja, zu der Blurk, die dann halt auch einen Zweier- oder Vierer-Burst hat. Hat die halt so einen doppelten Burst. Schießt zwei Schüsse auf einmal, wenn man einmal drückt. Ich bin mal gespannt, wie stark die ist. Modifikation konnten wir leider nicht reinpacken. Das wäre natürlich auch noch cool. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe so sehr, dass sie das Spiel noch weiter erweitern, die ganzen Modder. Weil es ist so geil, wie viele Spezialeinheiten es mittlerweile gibt. Und jetzt auch noch Waffen. Wenn die damit anfangen, dass die da jetzt irgendwie regelmäßig immer mal wieder so ein paar neue Waffen reinballern. Das ist ja richtig cool, ne? Wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, sagen wir mal in einem Jahr, in einem halben Jahr oder sowas, da hat man wirklich ein komplett ja, krass erweitertes Spiel irgendwie. Ich glaube, der war jetzt Lowlife, oder? Bin mir jetzt unsicher, wie stark die Waffe da jetzt ist. Im besten Fall bräuchte ich mal einen, der irgendwie so ein 1 gegen 1 macht gegen einen. Ja, ich glaube, mit zwei Bursts auf die Brust ist man weg. Das sieht schon ziemlich stark aus. Gucken wir mal bei ihm. Da haben wir nicht getroffen, aber den haben wir getroffen. Ich glaube, zwei Bursts passt eigentlich. Zwei Bursts finde ich ganz gut. Ist jetzt die Frage wieder auf dem Kopf, ne? Muss man auf dem Kopf nur einen Burst treffen? Also einmal beide Schüsse quasi. Die Feuerrate ist auch nicht so hoch, ne? Da muss man schon gut treffen. Ich glaube, da ist die A280 so ein bisschen zuverlässiger. Das ist eine relativ große Pause zwischen den Burst-Schüssen, die man dann da hat. Ja, auf dem Kopf. Boah, auf dem Kopf auch nur ein da hat man es gerade gesehen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Uiuiuiui. Ist ein bisschen schwierig, wenn man daneben schießt natürlich oder wenn die sich schnell bewegen. Aber auf dem Kopf beim Heavy Trooper nur ein Burst draufgehauen und der war weg vom Fenster. Das ist richtig, richtig stark. Also die Waffe wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr mächtig, wenn sie drinne wäre. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber man braucht dann auch, ne, ganz gutes Aim, dass man auch besonders beide Schüsse trifft. Gerade gegen sich bewegende Ziele ist das ja manchmal ganz schwierig, ne? Wenn jetzt einer von links nach rechts huscht hier irgendwie. Ihr seht schon, dann beide Schüsse zu treffen, könnte schwierig sein. Aber ansonsten, wie gesagt, geile neue Waffe. Gefällt mir, wir können auch nochmal in Ego-Sicht spielen. Sieht relativ ähnlich aus zu der E11, aber wie gesagt, ist auch so das Nachfolgemodell. Und ist dann auch in Rogue One aufgetaucht. So, hier hinten haben wir nochmal einen. Ja, da vorne. Okay. Ja, halt, dann schießen wir in der Ego-Sicht lieber so. Ja, also die Waffe ist schon echt stark. Die Waffe ist schon echt stark. Da kann man nichts sagen gegen. Aber geil, ey. Ich hoffe, da kommen noch mehr Waffen rein. Ob sie dann die Railby reinhauen oder die E3 oder E4. Also irgendwelche Waffen, die es auch schon quasi im Spiel so gibt, ne? Bloß halt bei verschiedenen Helden irgendwie mit drinne, aber die dann noch weiter hinzufügen. Richtig, richtig, richtig hammermäßig cool, wenn sie das machen würden. Dass man dann irgendwann so ein richtig großes Arsenal an irgendwelchen ja, verschiedenen Waffen hätte. Ich würde es auf jeden Fall feiern. So, dann gucken wir uns jetzt noch die Spezialeinheit an und schauen mal, was die so kann. So, erstmal in die Fähigkeiten reinschauen. Thermal Imploder, Death Ray, der Todesstrahl. Combat Shield, okay, wir gucken. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus von der Optik her. Der hat das Cycler-Gewehr, stand da ja bei. Jo, das kann man aber schnell hintereinander triggern. Und der kann das ganz schön oft schießen, ne? Ich glaube, häufiger, als wenn man das normalerweise spielen will. Und der hat auch noch, was, der hat eine vierte Fähigkeit. Ja, wenn man jetzt noch mit dem Cycler-Gewehr treffen würde, ne? Wenn man jetzt noch treffen würde. Okay, Thermal Imploder dürfte der vom Bookie sein, ist das ganz normal? Ja, das ist der ganz normale Thermal Imploder. Ich glaube, da haben sie gar nichts dran geändert. Ist Death Ray einfach das von Aiden? Nee, das... Oh, das ist das Ding! Jawohl! Wuhu! Das hatten wir schon mal bei irgendeiner das ist ja super! Das hatten wir schon mal bei irgendeiner Mod, wo dann der Klon so einen kleinen Kanonenbootlaser hatte. Ich meine, das macht nicht übermäßig viel Schaden, würde ich sagen. Also wirklich, lohnt tut sich das nicht, ne? Das hat jetzt ewig gedauert, bis ich Bossplot hatte. Man sollte ja meinen, man sieht das relativ auffällig, wenn da einer mit diesem Death Ray rumschießt, dass das Cycler-Gewehr irgendwie so ein bisschen stärker fast schon. Aber hey, lieber eine Fähigkeit, die so ein bisschen zu schwach ist, als ein bisschen zu stark, ne? Oder ein bisschen sehr zu stark. Hat man ja auch häufiger hier irgendwo irgendwelche viel zu starken Sachen. Warte, wir machen es nochmal bei dem hier. Ja, also, ich finde, das dauert schon ein bisschen und es wackelt auch ganz schön, wenn man sich dabei selber bewegt, ne? Aber ich lass mal los, ich mach mal gar nichts. Ihr seht schon. Das Ding, das schießt schon irgendwie in irgendeine Richtung. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt hier, ne, wie gesagt, man gar nichts macht, er zieht einfach sehr weit nach oben. Da muss man schon relativ gut dagegen halten, damit man auf einem Fleck bleibt. Interessant auf jeden Fall, interessant. So, Combat Shield ist das Ding hier. Geht das zusammen mit dem Death Ray, ja, ne? Das geht, okay, cool. Ah, ne, das hat jetzt kaputt geschossen. Wie dämlich ist das denn? Wie dämlich ist das denn? Jetzt hat mein Todesstrahl, hat er einfach hier mein Schild kaputt geschossen. Kann ich eigentlich in die Ego-Sicht? Nee.
Gucken wir mal, ob das beim Cycler... Ne, beim Cycler geht's. Beim Cycler geht's, aber wenn wir den Todesstrahl aktivieren, das haben sie verhindert. Todesstrahl und Schild ist eine zu arge Kombo. Die darf man so nicht haben anscheinend. Die ist zu mies. Die ist einfach zu mies. So, was ist die letzte Fähigkeit? Ist das irgendwie ein Orbitalschlag? Modified DH-17. Okay, das ist einfach nur eine Blasterpistole. Der wechselt einfach nur zu einer Blasterpistole dann rüber. Bräuchte er eigentlich gar nicht, finde ich. Die schießt komischerweise auch in Burst. Normalerweise ist die DH-17 ja eigentlich eine automatische Waffe. Wird hier aber zu einer Burst-Waffe umgestellt und ist verdammt stark. Also die Fähigkeit würde ich ihm fast wegnehmen. Die ist mir zu mächtig. Die ist mir zu mächtig und eigentlich kann er auch mit dem Cycler-Gewehr relativ gut. Ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Im Nahkampf mit dem Cycler-Gewehr zu treffen. Aber wenn man das hier mal guckt, wie oft der auch schießen kann, ne? Wenn da jetzt einer rauskommt hier... Oh, jetzt bin ich gerade wieder auf dem Todeslaser. Warte mal, so. Na, also... Muss man halt... Innerhalb von 5 Schüssen sind es, glaube ich, gewesen. Muss man dann halt auch treffen, Leute. Dann muss man halt auch treffen, dann geht das aber auch im Nahkampf. Hier. Siehst du? Drei Treffer und dann ist auch so eine Spezialeinheit weg. Oder eher hier. Ist halt natürlich ein bisschen schwieriger, wie gesagt, jetzt mit dem Cycler-Gewehr irgendwo im Nahkampf irgendwie richtig krass abzugehen, wahrscheinlich. Da gibt es einfachere Waffen, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man da bei dem jetzt nicht noch eine DH-17 reingebaut hat. Weil das macht es vielleicht ein bisschen zu einfach. Der wirkt mir ein bisschen zu stark. Der Todesstrahl ist ein bisschen zu schwach. Aber macht trotzdem auf jeden Fall auch Spaß, den zu spielen. Und hat coole Fähigkeiten. Geht das hier? Das geht auch, ne, als Kombo, ja. Ja, dieses Schild hätten sie ruhig häufiger mal einbauen können. Auch bei so einer Spezialeinheit hätte ich jetzt gar nichts dagegen gehabt. Finde ich nicht schlecht. Warte, jetzt kommt nochmal der Todesstrahl auf Dooku. Todesstrahl! Ja! Also es macht schon gut Schaden, aber wenn man mal sieht... Oh, der konnte das sogar blocken. Aber wenn man mal sieht, wie lange ich da auf Dooku schießen müsste, bis der tot ist... Wenn man das mal so vergleicht mit anderen, ja, so Geschütz, hier so Sentry Gun Positionen, wo dann einer da irgendwie mit dem überladenen Wachgeschütz oder sowas steht. Ich glaube, da macht das überladene Wachgeschütz dann doch mehr Schaden. Und ob sich das dann jetzt so lohnt, diesen komischen Death Ray dann reinzuhauen. Ich finde es eine coole Idee. Ich finde es auch okay, dass es jetzt vielleicht nicht zu viel Schaden macht, aber ob sich das dann so lohnt im Nachhinein, ist so die Frage. Macht das vielleicht auch Umgebungsschaden? Vielleicht liegt es ja auch daran, obwohl ich konnte ja eben durch Dookus Block nicht durch. Nicht durch Death Rain. Ich glaube von daher, das wird keinen Umgebungsschaden machen. So, gucken wir mal hier. Nee. Nee, das macht erst Schaden, wenn ich ihn wirklich treffe damit. Wir können sogar hier in die Sicht gehen. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Also mir gefällt's. Dooku! Ja, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wie viel Schaden da das Cycler-Gewehr macht, im Gegensatz dazu, da ist... Das Cycler-Gewehr lohnt sich einfach mehr. Ey Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Vorstellung von wieder neuen Einheiten, neuen Waffen und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt an Mods für dieses Game. Mir hat diesmal diese Einheit hier sogar am besten gefallen, obwohl diese Riot Guard auch richtig cool war. Aber da war der Schaden ein bisschen zu low, leider, vom Nahkampf. Da ist man irgendwie ein bisschen zu sehr reingelaufen oder musste reinlaufen und der Schaden war dann nicht stark genug. Das neue Gewehr hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich super, hätte man auch so reinbringen können ins Spiel. Fand ich jetzt auch nicht zu stark, nicht zu schwach. Und ja, hat mir gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr so sagt zu den neuen Einheiten, zu der neuen Waffe. Schreibt's gerne in die Kommentare. Damit war's das. Vielen Dank fürs dabei sein und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.